Hallo und herzlich willkommen, liebe Stiere. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen uns heute wieder die Energien an für die Stiere, Sternzeichen, Aszendenten oder auch wenn du deinen Mond im Zeichen Stier stehen hast, kannst du vielleicht in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen. Und zwar schauen wir uns die Energien an jetzt im Hinblick auf den sich anbahnenden Vollmond im Zeichen Wassermann. Wie wirkt sich dieser auf das Kollektiv der Stiere aus? Was zeigt sich im Zusammenhang mit diesen, ja, Energien gerade aktuell für die Stiere? Das schauen wir uns an. Und ich bin gespannt, was sich hier zeigt. Für die Stiere zum Vollmond im Wassermann. Der, glaube ich, am Montag, den 19. August stattfindet. Haben wir noch ein paar Tage Zeit, aber sind ja Zeiträume, die sich ja immer energetisch aufbäumen, also die auch schon Tage vorher im Feld spürbar sind. Für die Stiere, worum geht es hier aktuell? Und ich benutze mal wieder das gleiche Tarot-Deck wie fast immer. Irgendwie, ich suche immer so das richtige Deck energetisch von der Stimmung, aber ich finde nie das passende. Und das ist ja das Einzige, was immer irgendwie so schön spricht mit mir. Ja, alle anderen, da stimmt immer irgendwas nicht. Ja, ist ganz schwierig, da so ein energetisch passendes Deck immer zu finden. So, aktuell. Was haben wir hier? Die Fünf der Kelche und die Königin der Münzen. Ja, das ist für mich die Stierenergie, das bist für mich du. Da ist jemand hier in seiner Geduld, ja, in seiner Gemütlichkeit, in seiner Mitte, die Königin der Münzen, ja, Stier, Steinbock oder Jungfrau. Aber da wir in der Stierlegung sind, ist das hier höchstwahrscheinlich deine Energie. Es könnte natürlich auch sein, dass es ein Gegenüber ist, ja, der hier auch in dieser Erdbetonung ist oder eine starke Erdenergie verkörpert. Wir müssen das jetzt hier aber im Anbetracht der Fünf der Kelche uns anschauen. Und da sehen wir erstmal, dass es hier ein Koma gibt, dass es hier irgendeine Enttäuschung gibt oder einen Verlust. Irgendetwas, was du betrauerst. Ja, irgendetwas hat dir hier wehgetan oder hat dir das Herz gebrochen oder vielleicht fühlt man sich alleingelassen oder isoliert, hilflos oder ja, man betrauert irgendeinen Verlust. Hier gibt es irgendeinen Schmerz zu bearbeiten, zu überwinden und loszulassen. Ja, bei den Fünf der Kelchen ist es ja auch immer so, dass man sehr fixiert ist auf das, was man jetzt hier verloren hat und nicht sieht, was jetzt hier eigentlich jetzt an Fülle und Möglichkeiten da ist. Weil das Zerbrochene, das, was hier eben nicht mehr da ist, weil das ja energetisch einen belastet, ja, weil es hier noch nicht überwunden wurde. Irgendetwas liegt dir hier schwer auf dem Gemüt aktuell und trotzdem bist du jetzt in deiner stierischen hier Gelassenheit und Ruhe. Und ja, vielleicht ziehst du ja auch Grenzen. Es kann auch sein, dass du hier auch jetzt deinen Selbstwert kennst und dafür jetzt einstehst. Vielleicht stehst du auch einfach für deine Werte ein, ja, für Verlässlichkeit, Loyalität. Oder du bist einfach sehr bodenständig und versuchst hier auch die Situation einfach realistisch einzuschätzen. Geduld sehen wir hier, Loyalität, Verlässlichkeit. Ja, vielleicht bist du auch hier dabei, einfach gerade die Zeit zu genießen oder willst dein Leben genießen, ja. Man will hier vielleicht einfach auch mal ein bisschen das, was man hat, jetzt hier auch mal, ja, genießen. Wir schauen mal, was hier in deinen Gedanken vor sich geht. Der Turm. Okay, also der große Umbruch, der große Durchbruch. Ich weiß nicht, ob du dir das wünschst oder ob das ist, was in deinen Gedanken hier aktiv vorgeht, etwas, was hier vielleicht gerade auch stattfindet oder ob es das ist, was du hier anstrebst. Ja, der Turm, der zeigt dir hier einen Durchbruch, der zeigt auch den Zusammenbruch einer alten Struktur, einer alten Umgebung, vielleicht auch eines Weltbildes, vielleicht stürzt ja auch ein Weltbild zusammen oder ist zusammengestürzt. Ja, das passt ja natürlich auch zu den Fünf der Kelchen, dass man hier sich eines großen Umbruchs hier sehr bewusst ist oder eben diesen Durchbruch in eine neue Freiheit anstrebt. Ja, vielleicht wünschst du dir auch einen Durchbruch, einen Ausbruch aus alten Strukturen, aus einem alten Gefängnis. Ja, Umbruch, Durchbruch, Ausbruch. Also es geht hier darum, dass man alte Strukturen zusammenbrechen lässt, hinter sich lässt, dass man sich neu ausrichtet, dass man sich befreit aus einem zu eng gewordenen Gebäude, im übertragenen Sinne natürlich.
Ja, das könnte ein Job sein, eine Beziehung sein, eine Lebenssituation sonstiger Art, die dich einengt, wo es auch keine Weiterentwicklung mehr gibt, ja, wo etwas irgendwie schlagartig zusammenbricht oder zum Stillstand kommt oder wo vielleicht ja irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse schockartig hier über dich reinbrechen. Ja, vielleicht gab es auch so eine Art Schockerlebnis oder irgendetwas, wo man hier so eine blitzartige Erkenntnis hat oder hatte. Ja, was haben wir hier in deinem Unbewussten, Unterbewussten? Da sehen wir hier die Welt. Die Welt, das große Ankommen, das große Ziel, was erreicht wird. Okay, also das heißt, du ahnst es noch nicht, aber du bist dabei. Also du ahnst es vielleicht, aber du weißt es noch nicht. Du bist dabei, hier deinen Platz zu finden oder hier wirklich eine Phase abzuschließen, etwas zur Vollendung zu bringen. Ja, passt ja auch zum Vollmond. Beim Vollmond geht es ja auch um Vollendung, um Abschluss einer Phase. Und das ist das, was wir hier sehen mit der Welt. Die zeigt, dass hier eine Phase zum Abschluss kommt, dass du vielleicht kurz davor bist, ein Ziel zu erreichen. Oder vielleicht hast du es schon erreicht. Vielleicht ist hier etwas zum Abschluss gekommen oder etwas wurde hier vollendet, beendet, aufgelöst. Aber du merkst es vielleicht noch gar nicht so richtig. Ja, vielleicht hast du hier schon ein großes Ziel erreicht oder bist kurz davor, das zu erreichen oder etwas Großes, Ganzes zu erkennen. Also vielleicht auch die große Zusammenschau einer Situation hier zu erkennen. Oder auch, ja, da sehen wir auch Reife. Vielleicht bist du auch einfach reif geworden durch eine Situation, durch, ja, vielleicht auch durch diese Verletzung oder durch diese Gefühle des Verlustes oder der Trauer, was wir ja hier haben. Es scheint etwas zu sein, was dich hier auch sehr reif gemacht hat. Wir schauen mal weiter. Was war hier in der letzten Zeit, die 10 der Münzen? Ja, da haben wir diese festen Strukturen, diese festen Familienverhältnisse oder die Sicherheit. Ja, da haben wir ja diese Fülle, das ist so diese sichere, stabile Phase. Egal, ob das jetzt im Job oder im Beruf oder im Privaten, in der Familie. In der Regel sind die 10 der Münzen ja eigentlich so diese materielle Fülle, Sicherheit, aber es sind eben auch diese festen Sicherheitsstrukturen, ja, die man eben hat, wenn man gemeinsam in der Familie oder mit Partner gemeinsame finanzielle Strukturen oder Verträge und alles, was so für was man sich so gemeinsam aufbauen kann, was eben mit Fülle und Sicherheit und Stabilität zu tun hat. Eine sichere, stabile Phase hier in der letzten Zeit oder auch Fülle. Ja, aber da ist jetzt irgendwas hier, wie gesagt, verloren gegangen. Da ist man jetzt hier irgendwie am Trauern. Irgendwas verletzt dich hier, irgendwas tut dir weh. Oder man, vielleicht hast du ja auch irgendeine alte Struktur. Ja, irgendwas hat sich hier aufgelöst, ne? Eine Sicherheit, eine Stabilität. Also diese Sicherheit, wie sie hier war, die existiert hier in der Form nicht mehr, ne? Das sehen wir, was hier zusammenbricht mit dem Turm. Es geht ja hier um diesen Umbruch, diesen Wandel, den Ausbruch aus Strukturen, aus Sicherheiten, aus etwas, was hier sehr stabil war und auch viel mit Fülle und heile Familie vielleicht oder festen, stabilen Strukturen zu tun hat. Wie geht's weiter? Königin der Kelche. Na, du wirst hier entweder sehr intuitiv auf deine innere Stimme jetzt hören und dich führen lassen. Ganz geduldig, ja. Also auch hier, das passt zu der Königin der Münzen. Wir haben jetzt hier zwei Königinnen. Und die Königin der Münzen, die ist ja sehr geduldig, die ist ja sehr beständig. Und hier auch, die Königin der Kelche ist auch sehr abwartend. Ja, die kann wirklich ausharren, bis sie sicher ist, bis sie die innere Stimme empfängt, die ihr sagt, was zu tun ist. Sehr verbunden mit der Intuition. Hier bist du jetzt dabei, wirklich auf diese inneren Anweisungen zu warten, dich führen zu lassen. Vielleicht versuchst du jetzt hier deine Träume umzusetzen, deine Träume zu verfolgen oder einfach, ja, du wartest instinktiv hier auf den richtigen Moment oder auch auf innere Weisungen, innere Klarheit. Ja, es ist ja auch so bei der Königin der Kelche, dass man hier auch innere Bilder empfangen kann, innere Botschaften, obwohl es nicht die Hohepriesterin ist. Ja, die Königin der Kelche ist auf jeden Fall jemand, der ist sehr mitfühlend, sehr verständnisvoll, sehr sensibel. Es kann auch sein, dass du jetzt sehr sensibel bist. Sehr empfänglich, empfindsam. Hier haben wir natürlich auch das Thema, dass man sich um seine eigenen seelischen, emotionalen Bedürfnisse kümmert. Ja, da kommt mir jetzt natürlich hier ganz klar erstmal in den Sinn, dass man hier sich auch Zeit nimmt, diese Verletzung, diese
diesen Verlust zu betrauern, das, was hier einfach an schmerzhaften Gefühlen liegt, dass man sich jetzt hier selber Zeit nimmt, Ruhe nimmt, um das zu überwinden, um etwas loszulassen. Selbstfürsorge, Selbstliebe, Geduld, Mitgefühl, Verständnis haben wir hier und eben sehr stark, ne, dieses Hören auf diese innere Stimme, die Intuition, dass du dich von deinen Instinkten leiten lässt. Es kann natürlich auch sein, dass die Königin der Kelche jetzt hier ein Mensch ist im Außen, ein Gegenüber, mit dem du es hier zu tun hast, der dir hier vielleicht auch einen weisen Rat gibt, der dich vielleicht intuitiv berät oder ja, dir einen weisen Rat gibt, ja. So, auf deiner Person haben wir die 10 der Schwerter. Ein radikales Ende, radikaler Schlussstrich. Passt ja auch zu den 10 der, 10 der, der Turm. Der Turm. 10 der Schwerter. Ja, also. Du bist in einer Situation, wo du aktuell das, was hier da ist, jetzt kommt dir gerade die Feuerwehr oder Polizei, keine Ahnung, wo du hier erstmal in einer Situation bist, die du nicht mehr aushältst. Ja, 10 der Schwerter, das ist so eine Energie von, man setzt ein Ende, man beendet eine Situation vorzeitig, weil man es nicht mehr aushält, weil es nicht mehr erträglich ist. Irgendeine Situation erträgst du hier nicht mehr. Ja, das kann natürlich mit diesen alten Verletzungen der Trauer zu tun haben oder mit diesem Ausbruch, Durchbruch, Umbruch, den du dir hier wünschst oder den du hier anstrebst. Entweder setzt du ein radikales Ende, ziehst einen Schlussstrich unter einer Sache oder du hältst eine Situation hier nicht mehr aus. Irgendeine Situation, die dich hier quält. Mal schauen. Ja, 5 der Münzen. Da haben wir wirklich einen Mangel hier in der Umgebung, der Ort des Geschehens, geprägt von Mangel, negativen Gedanken, Engpass, Einschränkung, Verzicht. Du verzichtest, du fühlst dich irgendwie so im Verzicht und eingeschränkt, ja, in einer Situation, die an dir zehrt oder die sich einfach schwer anfühlt. Ja. Wir haben 5 der Kelche und 5 der Münzen. Bei den 5 der Münzen, also die 5 der Kelche sind ja eher die Gefühle, die Emotionen, ja, die dich hier belasten. Und hier sind es Gedanken. Bei den 5 der Münzen sind es negative Gedanken. Gedanken von, ich kann das nicht, das geht nicht, ich bin eingeschränkt, nichts funktioniert, ich habe nicht genug. Ja, so diese Mangelgedanken, Mangeldenken. Führen aber natürlich hier auch zu einer ganz realen Krisensituation. Ja? Also egal, ob das jetzt nur die Gedanken sind oder ob es wirklich im Außen hier eine reale Einschränkung ist. Etwas, was dich hier sehr belastet, was hier sich sehr schwer anfühlt. Ja? Wir sehen hier aber bei der Bildsprache hier ganz klar eben auch, dass du den Schlüssel hier hast, der liegt ja bei dir in Reichweite, aber man muss ihn auch sehen und erkennen und die Tür aufschließen. Und das ist, was du hier aktuell nicht zu tun scheinst. Ne, genauso wie man bei den 5 der Kelchen hier sehr trauert über die verlorenen Kelche und die beiden vollen nicht sieht und nicht erkennt und nicht nutzt. Also die Haltung ist hier grundsätzlich ein wenig negativ. Es geht darum, dass man den Schlüssel hier sucht, der da ist, ja. Um sich aus einer Situation, die du vielleicht nicht mehr erträgst, die sich hier vielleicht sehr schwer anfühlt, auflösen zu können, um dich daraus zu befreien. Was wünschst du dir? Unterstützung. Du wünschst dir Hilfe, Unterstützung. Vielleicht wünschst du dir, dass jemand mit dir auch tolerant oder großzügiger ist. Das kann auch sein. Aber ich denke, in erster Linie wünschst du dir eine ganz konkrete Hilfe. Vielleicht auch, um aus dieser Situation, die sich hier für dich sehr schwer anfühlt, als Krise, Mangel, Engpass, Herausforderung, was auch immer das für ein Verzicht oder eine Einschränkung hier ist, die wir hier sehen, um da rauszukommen. Das ist eine Situation, die du hier schwer aushalten kannst. Guck mal, was jetzt kommt als nächstes. Die Sonne. Die Sonne zeigt Freude, Spaß. Du wirst hier Erfolg haben. Du wirst wieder Lebensfreude empfinden. Du wirst mutig sein, vielleicht zuversichtlich, neue Zuversicht bekommen. Das ist auch so die Energie, die kommt nach einer schweren Phase. Kommt wieder die Leichtigkeit rein, ja, kommt neue Hoffnung, neuer Optimismus, neue Lebensfreude. Also hier sehen wir auf jeden Fall, dass du wieder in dieses Strahlen kommst, ja, in diese Sonnenenergie. Vielleicht hast du einfach schöne Momente oder viel Spaß, viel Freude am Leben.
Ja, also diese dunkle Energie, die wir hier aktuell so ein bisschen bei dir sehen, das scheint sich ja aufzulösen. Ja, vielleicht, weil du kurz davor bist, hier wirklich auch etwas abzuschließen. Ja, vielleicht kurz davor, diesen Schlussstrich hier zu ziehen oder diesen Schlüssel hier auch zu nutzen, um hier die Tür aufzuschließen. Ja, ich habe das Gefühl, du bist hier kurz davor anzukommen, etwas hier wirklich zu vollenden. Ja, also wie gesagt, wichtig ist hier, dass du als nächstes auf deine Intuition hörst, dass du geduldig, mitfühlend, abwartend hier auf deine inneren Anweisungen hörst und eben auch dich deinen emotionalen Verletzungen zuwendest. Ja, dass man sich hier wirklich Zeit nimmt, hier auch Kummer zu überwinden und emotionale Selbstfürsorge, Selbstliebe, ne? Also einfach dich selbst hier auch zu nähren und das zu tun, was dir gut tut. Und dann kommst du hier wieder in die Freude, in neue Zuversicht. So, ich möchte hier noch eine weitere Karte als Rat. Ja, nutz die Chance hier für einen Neuanfang, heißt das hier mit dem Ast der Münzen. Das ist so ein Neuanfang, der braucht ein bisschen Arbeit. Na, hier geht es darum, dass du dir etwas Bleibendes aufbaust, eine bleibende Stabilität, bleibendes Glück und Fülle dir errichtest, indem du diese Chance hier in dir auch entwickelst. Das ist etwas, was ja auch Wurzeln bekommen muss. Das heißt, das muss nachhaltig sein. Das heißt, man muss hier die Voraussetzungen hier auch treffen für das, was man hier erreichen möchte, was für das, was man sich hier aufbauen will. Du wünschst dir Hilfe und Unterstützung. Vielleicht wünschst du dir auch, es kann auch sein, dass du auch anderen helfen möchtest mit etwas. Ja, vielleicht auch, wenn es hier um etwas Berufliches geht, könnte es auch sein, dass du dir wünschst, hier auch andere zu unterstützen, anderen zu helfen. Das Ass der Münzen. Erkenne die Chance, die in dieser Situation steckt. Die Chance, neu anzufangen, dir etwas Neues aufzubauen. In eine neue Sicherheit zu kommen und eine neue langfristige Stabilität und auch die Chance, vor allem dein Glück zu machen. Dein Glück, bleibendes Glück zu errichten. Was haben wir denn hier drunter? Ja, okay, ist für mich eine Bestätigung. Ass der Münzen und wir haben den Bube der Münzen. Zweimal diese Chancen der Münzen hier. Ja, einmal wird dir das von außen gereicht und einmal ist es etwas, was hier in dir entwickelt werden muss, indem du hier, ja, die Voraussetzungen schaffst. Und eben das, wo du neu anfangen möchtest, dass das wirklich auch Fundament hat. Das heißt, es gibt hier vielleicht jemanden, der dich berät, der dir einen guten Ratschlag gibt oder der dir eine Chance reicht oder dir eine ganz konkrete Hilfe hier Unterstützung bietet. Bube der Münzen ist eine Unterstützung, etwas Handfestes, etwas Praktisches, etwas Nützliches, das dir von außen gereicht wird. Egal, ob es in Form von einem Ratschlag oder einer materiellen oder einer sonstigen Möglichkeit oder Chance, hier etwas aufzubauen. Also hier wird dir auch irgendetwas von außen gereicht, damit du diese Chance hier auch nutzen und entwickeln kannst. Ja, eine Chance, um hier auch aus einer stagnierenden Situation herauszukommen, dich herauszubefreien mit dem Gehängten. Ja, das ist ja auch diese festgefahrene Energie, wo hier irgendetwas sich nicht bewegt, wo man hier zum Opfer geworden ist oder wo es ja auch darum geht, umzudenken, neue Perspektive einzunehmen. Aus dieser Energie soll es hier rausgehen, ja, aus der gehängten Haltung. Und zwar mit Gelassenheit. Mit Gelassenheit und indem du hier auch das richtige Maß findest. Hier geht es auch um Heilung. Heilung und Integration. Heilung vielleicht von Verletzungen oder schmerzhaften Gefühlen. Gelassenheit. Und die Mitte halten. Bleib in der Mitte. Ja, lass dich hier nicht zu extremen Verhaltensweisen hier hinreißen. Hier geht es darum, hier wirklich das Maß zu halten und entspannt und gelassen zu bleiben und die Chancen auch zu erkennen und zu nutzen, die sich dir hier bieten. Es ist ja auch der Gehängte, ist ja auch so eine Energie eigentlich, wo es darum geht, gelassen zu sein, ja, eigentlich um die Zeit auch zu nutzen, wo man festhängt, um eine neue Perspektive einzunehmen, etwas zu erkennen, dass einem etwas klar wird und man eine alte Haltung hier überwindet. Darum geht es ja hier auch, ne? Um dann umkehren zu können. Aber diese Überwindung der alten Betrachtungsweise, Denkweise oder Art, Dinge hier anzugehen oder zu fühlen, hat hier viel damit zu tun, dass hier etwas in dir geheilt werden muss.
dass in dir etwas ausgeglichen werden muss oder möchte. Okay, dann schauen wir jetzt mal mit den Orakelkarten hier für die Stiere. Was ist jetzt wichtig? Was ist zu tun? Für die Stiere zum Vollmond im Wassermann. Ja, hier haben wir eine Herausforderung. Oh, da sehen wir auch, dass hier etwas nicht ausgeglichen ist. Ne, bei der Opposition haben wir zwei Kräfte, die aneinander ziehen, die auch häufig in der Projektion gelebt werden, die nicht zusammenfinden. Ja. Das sind häufig irgendwelche inneren Machtkämpfe, die auch im Außen natürlich gelebt werden können. Spannungspunkte, Reibungspunkte. Da ist etwas nicht ausgeglichen. So, dann haben wir den Mond. Ja, da kommen wieder die Gefühle, die unbewussten Muster. Ne, da haben wir ganz klar jetzt hier die Aufforderung nochmal als Bestätigung. Schau dir deine emotionalen Bedürfnisse an. Nähre dich selbst. Ja, kümmere dich um deine eigenen emotionalen Bedürfnisse. Und nimm dir auch Zeit, seelischen Schmerz hier abzuarbeiten, etwas zu betrauern. Ja, auch einfach Dinge einfach mal zu fühlen. Gibt es irgendeinen Spannungspunkt? Das könnte vor allem natürlich auch eine innere Spannung sein. Was ist noch wichtig? Ja, Steinbock-Energie. Passt auch sehr schön hier zum Ast der Münzen als Rat, das wir ja schon bekommen haben. Da geht es darum, dass man sich ein Ziel setzt und das dann auch schrittweise, diszipliniert, konsequent erreicht. Ja, da geht es um Verantwortung, dass man Verantwortung übernimmt, dass man realistisch ist, etwas realistisch einschätzt, was ja auch die Königin der Münzen macht. Dass man hier auch einen klaren Rahmen schafft, dass man strategisch vorgeht, dass man für Recht und Ordnung sorgt, für klare Verhältnisse und methodisch vorgeht. Ja, es geht darum, hier diesen Neuanfang, wie ich schon sagte hier, zu schaffen, indem du auch wirklich hier ja, die Voraussetzungen schaffst, Verantwortung übernimmst und Grundstein legst. Das soll Hand und Fuß haben hier. Und das muss methodisch und realistisch sein. So, was haben wir noch? Was ist noch wichtig? Für die Stiere. Nummer zwei, Akzeptanz und Anziehung, der Supermond. Der Supermond kommt, das ist spannend, weil der Vollmond im Wassermann, der jetzt kommt, ist ein Supermond. Warum? Weil er, glaube ich, besonders nah an uns dran ist auch wieder. Das ist spannend. Akzeptanz. Da schaue ich mir mal an, was das hier, worum es da geht. Erstmal beim Supermond. Ja, da geht es natürlich auch um das Gesetz der Anziehung. Es geht darum, dass du jetzt die guten Dinge in dein Leben ziehst und eben, okay, die Dinge abstößt bzw. nicht mehr anziehst, die du nicht haben möchtest. Ja, dass du auch in die richtige Resonanz kommst, um nur die Dinge anzuziehen, die du auch wirklich möchtest. Ja? Und dazu zählt natürlich eben auch eine bewusste Einstellung, eine bewusste emotionale Haltung. Ne? Das ist ja das, was wir hier sehen, was aktuell hier noch nicht so richtig optimal ist. Sei bereit für die Chancen, für die Möglichkeit. Vermeide Extreme, kommt nochmal. Das hatten wir hier auch schon drunterliegen mit der Mäßigkeit. Ja? Vermeide mit der Opposition, vermeide Extreme. Es geht darum, hier wirklich in der Mitte zu bleiben, gelassen, mit Vernunft und Verstand aus deiner Mitte heraus die richtigen Gedanken zu halten und auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Vermeide Extreme, die ein negatives Ungleichgewicht in deinem Körper und in deinem Geist verursachen. Ja. Also, du ziehst das an, was du dir wünschst und kannst das abstoßen, was du nicht möchtest. Denke an das große Ganze, ist ja auch die Aufforderung. Da haben wir wieder die Welt drin. Es geht darum, das große Ganze zu erkennen und auch die größeren Zusammenhänge. Das ist ja immer das Thema hier mit der Welt. Richte dich darauf aus. Und das scheint dir ja auf jeden Fall auch zugänglich zu sein. Das liegt ja hier auf deiner emotionalen Ebene.
Mach dir das große Ganze klar. Denk an den größeren Rahmen hier. Okay. Achso, und dann haben wir hier die Akzeptanz, auch die 4. Wir haben hier dreimal die 4 jetzt, ja. 44 und dann die 4. Ist auch lustig. Akzeptanz der aktuellen Situation ist der erste Schritt für Veränderung. Die Vergangenheit existiert nicht und die Zukunft hat noch nicht begonnen. Es gibt nur das Jetzt. Ja. Akzeptanz der aktuellen Situation ist hier die Voraussetzung für eine Veränderung. Für die Veränderung, die du dir hier auch wünschst. Und diesen Neubeginn, der dir hier auch empfohlen wird, dass du hier dir was Neues aufbaust. An deinem Glück arbeitest, an deiner langfristigen, stabilen Fülle und Sicherheit. So, als nächstes schauen wir uns, ja. Eine Mondenergie hier für die Stiere an zum Vollmond. Och, das sind ja viele hier. Ja, da kommt natürlich der Vollmond, aber mit 4 anderen Karten. Also die Energie verstärkt sich hier. Wir haben Uranus natürlich. Der Vollmond findet im Wassermann statt. Also Uranus ist der Herrscher vom Wassermann. Da geht es um Veränderung. Es geht darum, dass du dich für die Veränderung öffnest, indem du an dich glaubst. Du kannst das Unmögliche möglich machen. Uranus, Wassermann, ja, es ist der Planet der Veränderungen. Der Veränderungen bringt. Vielleicht darfst du hier an dich glauben oder an einem Vorhaben. An ein Vorhaben glauben, dass das hier wirklich eine gewünschte Veränderung hier auch bringt. Ich lebe in Wahrheit und Klarheit. Ja, lebe deine Wahrheit, erkenne deine Wahrheit und sei klar. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig hier, gerade wenn es so um die Münzenergie geht, sich was Neues, Langfristiges aufzubauen oder sich neu auszurichten, braucht immer viel Klarheit. Klare Intentionen auch, die gesetzt werden müssen. So, was haben wir hier noch? Worum geht es hier gerade für die Stiere? Selbstmitgefühl. Erkenne an, dass du aus sehr verständlichen Gründen Angst vor diesem Prozess hast. Ja, also es ist ein Veränderungsprozess damit hier auch angezeigt. Ja, du bist in einer Transformation, in einem Prozess der Veränderung, der Neuausrichtung, aber vielleicht hast du davon noch Angst. Ja? Wir sehen ja hier diese negativen Gedanken und Erwartungen hier und ja, verletzte Gefühle oder Trauer. Deswegen ist die Königin der Kelche hier so wichtig. Das ist nochmal die Aufforderung, Mitgefühl mit dir, mit deiner Situation zu haben, erstmal deine aktuelle Situation anzunehmen, zu akzeptieren und eben dir deine emotionalen Bedürfnisse jetzt wirklich zu erfüllen. Was brauchst du jetzt? Königin der Kelche. Wichtige Energie. Ich werde mir noch hier eine Karte anschauen. Zum Abschluss, ja, ist schon die letzte. Was ist hier gerade wichtig? Hat sich hier was umgedreht? Ja. Okay. Die alte Weisheit. Was sagt die alte Weisheit hier? Die Natur ist ein perfekter Ort, um dich zu zentrieren und zu erden. Und auch die überlauten Stimmen in deinem Kopf zu beruhigen. Ja, es geht darum, dass du dich erdest, in die Natur gehst und auch wirklich hier wieder in diese nährende Energie kommst und dich selbst nährst. Ja, geh in die Natur und höre, was die alten, weisen Bäume dir zu sagen haben. Es gibt so viel zu lernen von der Natur. Und Bäume wollen nur Bäume sein. Sie versuchen nicht, irgendetwas anderes zu sein. Zum Beispiel, ja. Ja, also versuch nicht, irgendwie etwas anderes zu sein, als das, was du bist. Ja, hier geht es auch wieder um Akzeptanz, ja, Annehmen der Situation, deiner Wahrheit, das hatten wir auch schon hier. Wo war das?
Ja, Wahrheit und Klarheit. Um Frieden in dir selbst zu finden und dich selbst zu kennen. Ja, es geht darum, dass du mit dir in Frieden kommst und auch mit deiner Situation. Ja, was deine Situation ja auch an Weisheit und Erkenntnis ja bringen kann. Es geht darum, dass du damit in Frieden bist mit dem, was ist, dass du es annimmst, akzeptierst. Ja, und ich schaue mir jetzt hier zum Abschluss nochmal diese Botschaft hier an von dem Selbstmitgefühl. Und zwar, das Verdrängen gehört zum Prozess. So erlaube dir, in deiner Komfortzone zu bleiben und dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Verdrängen. Weißt du, was biologisch gesehen mit der Raupe passiert, während sie im Kokon verpuppt ist? Die neu entstehenden Zellen werden zu Beginn des Prozesses von ihrer eigenen Immunabwehr bekämpft. Und die vorhandenen Raupenzellen, also sie selbst, werden durch Enzyme nach und nach aufgelöst. Ist das zu fassen? Wie soll sie da nicht Angst bekommen? Der Unterschied zwischen dir und der Raupe ist, dass nicht alle Anteile in dir diesem Veränderungsprozess anheimfallen. Da gibt es das sehr stabile Bewusstsein in dir, das unerschütterlich weiß, dass dass du, egal was gerade geschieht, im Kern immer der und dieselbe ist. Du hast jetzt die Chance, eine wesentliche innere Qualität zu entwickeln. Selbstmitgefühl. Bist du es gewöhnt, dich zu beschimpfen, zu kontrollieren oder dich anzutreiben, so brauchst du jetzt eine liebende Haltung dir selbst und dem sich verändernden Anteil gegenüber. Du stehst am Anfang eines Veränderungsprozesses, den du selbst noch gar nicht wahrhaben willst. Tue nichts, erlaube dir Angst zu haben. Erlaube dir auch, deine aufkommenden Gedanken an eine Veränderung zu verdrängen. Das gehört dazu und es stört den Prozess in keiner Weise. Die neu entstehenden Zellen in der Raupe werden von ihrer eigenen Immunabwehr als feindlich erkannt und zerstört. Das ist eine gute Nachricht, denn es bedeutet, dass das Neue sowieso kommt, auch dann, wenn du es noch in dir bekämpfen und verdrängen willst. Stelle dir diesen inneren Anteil, der so große Angst hat, vor. Erlaube ihm, sich dir zu zeigen. Gehe zu ihm hin, nimm ihn in den Arm und sage ihm, ich halte dich, ich bin da, ich sehe dich und ich bin bei dir. Hast du dich früher von dir selbst abgeschnitten, um keine Angst zu spüren, so kannst du jetzt lernen, bei dir zu bleiben, an deiner Seite zu sein. Davon geht die Angst nicht weg, aber du trennst dich nicht länger von dir selbst, sondern bleibst in Kontakt mit dir. Wie du eine ängstliche Freundin oder einen Freund hältst, so hältst du nun diesen inneren Anteil. Ja, spannende Botschaft, sehr weise. Ja, liebe Stiere, das ist das, was ich jetzt hier aktuell sehe. Also nimm deine Situation an, wie sie ist, akzeptiere sie einfach. Ja, darum geht es hier. Es geht darum, hier eine innere neue Ausrichtung zu bekommen, auch sicherlich, damit du vielleicht neue Dinge hier auch in dein Leben ziehst. Aber du darfst hier einfach mit dir in Frieden kommen, mit deiner Situation. Das ist ja das Allerwichtigste, dass du erstmal hier etwas annimmst und dich deinen Gefühlen stellst, deinen emotionalen Bedürfnissen. Das haben wir hier wirklich jetzt mehrfach bekommen. Ja, die Sonne kommt hier wieder. Ja, die Sonne scheint bald wieder. Wird hier sehr bald eine neue Hoffnung, neue Zuversicht, neue Lebensfreude kommen und auch eine neue Klarheit. Die Sonne steht ja auch für Klarheit. Und die wird sich hier einstellen, wenn du jetzt dich wirklich hier deinen Empfindungen und deinen emotionalen Bedürfnissen zuwendest. Ja, und mit dir eben verbunden bleibst auch, mit deiner inneren Stimme, mit deinem inneren verletzten Anteil auch, deiner inneren Unsicherheit, damit wirklich auch in Verbindung bleibst. Ja. Ja, das ist auch, das passt auch am besten zu dem, was wir hier sehen mit dem Gehängten und der Mäßigkeit. Ne? Hier kannst du erstmal nichts tun. Es hängt noch etwas fest. Dieser Anteil, der braucht einfach Zeit. Ja, bleibe in der Mitte, jetzt keine extremen Entscheidungen oder Verhaltensweisen, sondern versuch einfach hier zu integrieren, dich zu halten, dich auszubalancieren, hier die Mitte zu finden, das richtige Maß. Und dann schau, welche Chancen sich dir hier bieten, welche hilfreichen Impulse hier von außen auf dich zukommen. Es wird auf jeden Fall hier eine Chance geben, eine Chance wird sich hier öffnen, ja? Und wenn du soweit bist, dann wirst du hier auch die inneren Zeichen erhalten. Lieber Stier, das ist das, was ich hier heute erstmal für dich sehe. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, ein Abo oder gerne auch einen Kommentar von dir. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.